Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Direkt mit einem Pandir? Komm, gib mir direkt Shiny. Nee, heute sind aber Merkel am Start und natürlich Team Rocket. Wir hatten unsere Augen offen nach einem korrupten Krypto-Stop. Ein paar Stops später, ein paar Pandir später, ein Donut später, haben wir hier drei Pandir. Nummer 1. Nee. Nee, einfach nee. Nummer 2. Nee, immer noch nicht. Nummer 3. Da vorne wäre dann noch ein Pandir. Nummer 5 für heute und oh, wahrscheinlich auch der letzte für heute. Es gibt noch ein paar andere, aber die sind ein bisschen zu weit weg. Okay, letzte Quest. Ich habe es mit 2-3 Weimar geschafft, also kein Problem. Nee, leider nicht. Und Rocket Stop haben wir auch nicht entdeckt. Nirgendwo, obwohl hier natürlich eine Menge Stop in der Innenstadt sind, aber keinen einzigen gesehen. Doch, sehr selten. Shiny Stroh-Pikachu. Man kann sich entwickeln, also für Familie reicht einer. Ich muss den schnell fangen, weil ich habe hier kein GPS. Auf dem Weg runter zur U-Bahn. Und ich habe mir doch noch eine Pandir-Quest geholt. Die Sucht ist zu groß. Yay! Als One-Piece-Fan habe ich den schon verdient. Yeah. Check. Leute, wir haben endlich einen entdeckt. Da vorne, der dunkle da, das ist er. Endlich, ganzen Tag gesucht. Hatte so viele Stops hier, aber nichts gefunden. Ihr seht's, er ist dunkler, er bewegt sich. Ich hoffe, er despawnt nicht. Die sollen eine halbe Stunde da sein, an sein. Oh, okay. Ich habe echt Panik, das ist noch ein Stückchen. Ich hoffe, ja, dass ich endlich meinen ersten bekomme. Wir sehen uns beim Stop, Leute. Okay, wir sind fast da. Noch ist aktiv und ich habe noch einen entdeckt. Und zwar hier um die Ecke. Da, der umgedrehte da vor dem Scheinux. Das Scheinux werden wir wahrscheinlich nicht mehr erwischen, aber ich bin echt gespannt. So, schnell hier noch einmal abbiegen. Lass es mal offen hier. Wer weiß, wann die schon mal kommen. Fange 10 normal, ne danke. Lucius, Shiny Check. So. Oh mein Gott, gleich sind wir da, Leute. Soll ich Musik anmachen? Das macht sich was. Ich habe gehört, dass einige zwielichtige Gestalten bei Pokéstops aufgetaucht sind. Ich glaube, du solltest es mal untersuchen. Aber Vorsicht, ich habe das Gefühl, du könntest in einen Kampf verwickelt werden. Go, go, go. Erster, hör auf, uns zu belauschen. Willst du dein Glück herausfordern, du Pflegel? Na gut, noch einen Schritt weiter, dann kämpfen! Ja, okay, und jetzt? Weiß ja nicht, was die haben. Da war ein Mozi, also ich... Nee, ich kann nicht sagen, dass sie Mozi verwenden. Wenn ich bloß wüsste, was die haben. Ach so, ein Chigi. Oh, toll. Vielleicht hätte ich allgemein einfach die drei Typen abdecken sollen. Aber ich meine, gegen ein Chigi oder gegen jetzt drei Starter oder sowas. Naja, vergessen, die neue. Das neue. So. Und ein Turtok, verstehe, alle drei Stufen. Ich muss aufpassen, dass der nicht stirbt. Weil, oh, dann gibt es weniger Bälle. Ich glaube, ich kriege einen Chigi, also an sich ist eh egal. An sich ist es eh egal, weil er eh tot ist. Okay, so, mein erstes Shadow-Pokémon. Oh nein. Du hast gewonnen.
500 Staub, nice, saftig. Das heißt, man kann ja voll Staub farmen, indem man das ständig macht. 5 Bälle, toll. Ich leg euch mal weg irgendwo. Großartig. Mein erstes Shadow-Pokémon. Shadow Shiggy. Erlösen 2000. IV. Jetzt ist die IV egal. Ja, wie wird eh nach dem Erlösen erst gut. Jetzt könnte man den tauschen auf Glückshoffen oder Glückstausch. Ich hätte nicht gedacht, dass man das extra erwähnen muss als Trick. Also das ist kein Trick, aber wenn ihr die erlöst, dann kriegen die plus 2 an IV, also 2-2-2. Und wenn ihr dann mindestens 13-13-13 habt, dann wird es offensichtlich 15-15-15. Ich wusste jetzt echt nicht, dass man das extra erwähnen muss, aber das ist der neue 100% IV-Trick. Bisschen Clickbait hier. Ja, auf zum nächsten. Schade, der andere ist weg. Ich schaue jetzt, ob hier irgendwo noch einer auftaucht, aber die sind echt selten. Noch. Am Anfang, ja, schauen wir mal. Vielleicht wird es auch häufiger. Ich hatte es nicht vor zu filmen, aber es ist eine Relaxo. Ein Relaxo-Stop. Und da kam jetzt erster Gegner Relaxo, zweiter Gegner Dragoran. Dritter Gegner auch Dragoran und Bildschirm. Aufnahme sollte jetzt laufen. Überraschend. Aber cool. Sollte man vielleicht melden. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, glaube ich. Relaxo, 5 Bälle. Ich verwende eine goldene. Wieso nicht? Okay, vielleicht nicht beim ersten Ball. Ah, naja. Okay, drin. Ja, ich dachte mir nur, weil ich habe einen Post gesehen, der hat den nicht gefangen. Okay. Alter, zweite Ladeattacke. 225.000 und 225 Staub. Ich komme. Noch einen kleinen Glückstausch mit Mugat. Für unsere Shiny Lucky Sammlung. Wir hatten überlegt, einen Schatten-Pokémon, Shadow-Pokémon zu tauschen, Krypto. Aber er hatte noch Gattplatz. Da warte ich jetzt nicht so Bock. So, gönnen wir uns ein Hydropisch Shiny. Wollte am Ziel nicht sein. Ich habe da alle getauscht, die ich, also eine Menge. Ein Lucky ist gleich am Anfang gekommen, danach kein einziges mehr. Und das war jetzt nicht so toll. Oh, ich habe nicht hingeschaut. Ich habe nicht hingeschaut. Und 15, 13, 13. Alter, es ist viel zu heiß draußen. Ich habe gar keinen Bock rauszugehen. So, ist der nächste Morgen. Ihr wisst Bescheid, so wie immer. Shadow Pokémon. Ich habe danach noch ein paar gemacht. Also zuerst habe ich eigentlich gar keine gefunden. Dann auf einmal ging es ab. Dann bin ich zu einem gelaufen. Dann habe ich noch einen entdeckt. Dann habe ich noch einen entdeckt und immer so weiter. Von einem Stop zum anderen. Ich habe jetzt alles außer Zubat. Ich habe zwei Glumanda, Relaxo und Shiggy in dieser Sam. Ein Radfratz. Und ja, dann hat es aufgehört. Leute haben natürlich erstmal gemunkelt, wieso ist so wie Raids. Sind die zeitlich begrenzt? Sind die nachts, abends nicht mehr aktiv? Was Sinn machen würde, weil Raids werden ja abgestellt wegen Lärm und Hausfriedensbruch und sowas. Und dass man sich nicht irgendwie mitten um 3 Uhr in der Nacht irgendwo vor einem Haus trifft oder so. Und da so die Anwohner und Leute stört. Zum Beispiel bei mir an meinem Homestop, wenn mitten in der Nacht irgendwie hier vor der Tür ganz viele Leute sich sammeln, weil da Relaxo, Shadow Relaxo ist. Deswegen denke ich, macht das Sinn. Aber jetzt hat Niantic einfach angekündigt,
ja, dass sie wieder weg sind. Professor Willow hat entdeckt, dass die merkwürdigen Stops wieder weg sind. Bevor wir darauf weiter eingehen, noch der krasse Tipp. Also für mich war es offensichtlich, aber nochmal für alle, weil das doch nicht so offensichtlich ist. Wenn ihr einen Lucky-Tausch macht, entweder weil es Lucky wird, zufällig oder garantierter Lucky-Tausch, dann hat das Pokémon Minimum die Werte von 12, 12, 12. Ist nicht schlecht. Und wenn ihr das dann, also wenn ihr ein Shadow-Pokémon tauscht, das dann Lucky wird, und ihr dann es bereinigt, reinigt, erlöst, wie auch immer, dann kriegt es den plus 2, plus 2, plus 2 Boost. Minimum 12, 12, 12 plus den Boost ist dann ein Minimum von 14, 14, 14. Das ist schon mal garantiert ein 93er und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Nicht 100%, ich habe so viele Nachrichten bekommen. Hong, 100% garantiert 100er. Nicht ganz, Leute, aber die Chance ist sehr hoch, dass es halt ein 100er wird. Die Werte müssen halt nur mindestens 13, 13, 13 sein. Sie können 15, 14 oder 13 bekommen. Also sagen wir, ihr kriegt eins mit 15, 14, 13. 15, 14, 14. 13, 14, 14. Irgendwie so eine Kombination, wo die Werte mindestens 13 sind. Bam. Boosten und es wird ein 100er. Die Chance ist also sehr, sehr hoch. Müsste man mathematisch ausrechnen. Ich habe, glaube ich, irgendwas mit 40% gelesen. Also 40%, dass ihr ein Lucky Pokémon bekommt, wo die Werte mindestens 13 oder höher sind. Und jetzt zurück zu dem Thema, dass die Stops aufgehört haben, die Crypto-Stops. Manche vermuten jetzt, das ist ein Fehler von Niantic gewesen, dass die 100er Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass man so leicht einen 100er bekommen kann, dass Niantic das erstmal zurückgezogen hat. Ich bezweifle es. Ich glaube nicht, dass es so ist, weil normalerweise, wenn Niantic einen Fehler macht, dann kommt nicht diese Nachricht Professor Willow, dann sagen die halt einfach gar nichts. Wenn irgendein Fehler, ein Bug von Niantic da ist, dann wird es einfach totgeschwiegen. Dass ganz viele Leute sich auf Twitter aufregen. Aber meistens wird halt totgeschwiegen und dann kommt irgendein offizielles Statement oder so. Aber nicht Professor Willow. Immer wenn irgendwas mit Professor Willow ist, dann ist es ja eigentlich Teil der Geschichte, Teil der Story. Und dementsprechend beabsichtigt. Also deswegen glaube ich nicht, dass deswegen wegen dem Trick, das zurückgezogen wurde, sondern schon geplant zurückgezogen wurde. Und ja, wird hoffentlich demnächst wieder weitergehen. Weil es eigentlich ganz lustig, hat eine Menge Spaß gemacht. Ich denke, das hat eine Menge Potenzial. Aber unten in die Kommentare, ob ihr schon Shadow-Pokémon habt oder ob ihr leidet und ja, gar keinen erwischt habt, bevor sie jetzt verschwunden sind. Das war's auf jeden Fall von mir. Ihr wisst Bescheid. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. Das ist die Musik von meiner Arbeit. Videos fertig.